sehr verehrter Herr Dr. Tenbrücken, sehr verehrter Herr Hofmann, verehrter Herr Dr. Summerer, verehrte Mitdiskutanten, Herr Dr. Mostiefer, Herr Czerk, Herr Kistner, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat haben Sie ja im Titel den Schwerpunkt naturgemäß auf die Wirtschaft gelegt, aber ich denke mal, unabhängig von den Sponsorengeldern, von den Werbeeinnahmen, von den wirtschaftlichen Aspekten des Sports, ist der Sport auch insgesamt für unser Gesellschaftssystem und natürlich auch für unsere Wirtschaft ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, denn Leistungsbereitschaft, auch Regelkonformität im persönlichen Verhalten, Teamfähigkeit, all das wird in den vielen, vielen Sportvereinen, auch des Hobbysports, vor allem bei Kindern und Jugendlichen eingeübt, und der Aspekt der Mitarbeitergesundheit ist sicherlich auch einer, der viele, viele Unternehmen beschäftigt, auch die Justiz beschäftigt. Insoweit ist es ein wichtiges Thema für die gesamte Gesellschaft und natürlich auch für unsere Wirtschaft. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, ein effektiver Anti-Doping-Kampf hat für mich hohe Priorität. Ich plädiere seit meinem Amtsantritt vor etwa 2 Jahren für ein verstärktes Einschreiten des Staates mit den Mitteln des Strafrechts und bin daher sehr glücklich darüber, dass sich die politische Lage und die öffentliche Meinung zwischenzeitlich deutlich geändert hat. Bayern hat jahrelang bei seinem Einsatz gegen Doping starken Gegenwind erfahren und ich verspüre heute Rückenwind. Erst kürzlich, nämlich am Freitag, den 13. November 2015, wurde, Sie haben es schon erwähnt, das Anti-Doping-Gesetz im Deutschen Bundestag beschlossen. Am 27. November 2015 war es Gegenstand der Beratungen bei uns im Bundesrat sein, sodass das Gesetz bereits am 1. Januar 2016 in Kraft treten könnte. Aufgerüttelt durch spektakuläre Dopingskandale und erschütternde Enthüllungen über das Ausmaß des Doping im Spitzensport ist die Öffentlichkeit mittlerweile, denke ich, ganz wach, will nicht länger zusehen, sondern fragt völlig zu Recht, wie diesem Treiben, diesem Doping Schranken gesetzt werden können. Dieser Frage wird seitens des Gesetzgebers nun mit dem kürzlich im Bundestag beschlossenen Anti-Doping-Gesetz beantwortet. Meine Damen und Herren, der Fall Armstrong, die Studie der Berliner Humboldt-Universität, die Recherchen der ARD-Sportredaktion, nicht zuletzt die aktuellsten Enthüllungen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vom Anfang November 2015 betreffen das organisierte Doping in der russischen Leichtathletik. Sie haben unsere schlimmsten Ahnungen bestätigt. Sie haben eine Dimension des Doping aufgezeigt, die uns alle, denke ich, sprachlos macht. Das Doping im Spitzensport berührt unsere Gesellschaft in besonderem Maße. Es richtet sich gegen Werte wie Fairness, Teamgeist, Miteinander, Leistungsbereitschaft, Fleiß. Es ist ein feindlicher Angriff auf die Integrität des Sports. Und der Sport wird, wenn es uns nicht gelingt, das Problem in den Griff zu bekommen, daran Schaden leiden und letztlich vielleicht zugrunde gehen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, Doping ist sehr viel mehr als spektakuläre Skandale im Spitzensport. Doping hat viele hässliche Gesichter. Die Verbreitung des Doping im Breitensport hat, und das wissen wir nun hinlänglich aus den Erfahrungen der 2009 bundesweit als erste ihrer Art eingerichteten Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Dopingdelikte in München, ein wahrhaft erschreckendes Ausmaß. Das ist leider heute eine traurige Realität, ohne, und hierauf bitte ich besondere Aufmerksamkeit zu legen, ohne ärztliche Kontrolle werden hier Pillen geschluckt und Ampullen gespritzt, völlig kritiklos, sowohl was die Menge der
Wirkstoffe als auch was die Herkunft der Präparate betrifft. Das sind nicht etwa so ein weit verbreitetes Missverständnis, legale Arzneimittel, sondern zumeist dubiose Schwarzmarktprodukte, die in Deutschland aufgrund ihrer Gefährlichkeit gar nicht zugelassen oder verkehrsfähig sind. Hier wird ein schmutziges Geschäft mit der Gesundheit der Sportler gemacht. Hinter all dem steht ein riesiger, perfekt durchdesignter, organisierter krimineller Schwarzmarkt. Die dem Rauschgifthandel gleichende Struktur ist hierarchisch, die Beteiligten sind nicht minder profitgierig. Mit Gewinnspannen von bis zu 1000% kann hier jeder Einzelne in der Hierarchie üppig kassieren. Waffenfunde bei Dopingmittelhändlern sprechen ein beredtes Bild über die Qualität der Tatbegehungen. Die übelsten Ausprägungen des florierenden Dopingmittelhandels sind aber die Untergrundlabore, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. So werden in Kellern, Garagen und Küchen Dopingmittel von pharmazeutischen Laien zusammen gepanscht und über Internetplattformen oder direkt in die Fitnessstudios weiterverkauft. Die Gefahren, die von diesen unter bedenklichen hygienischen Bedingungen hergestellten Präparaten ausgehen, sind kaum einzuschätzen. Meine Damen und Herren, all das ist Doping. Doping ist vielschichtig und erfordert daher eine differenzierte, auf alle Fallkonstellationen ausgerichtete Maßnahmenpaket. Ein Dopingstrafrecht muss mehrdimensional sein und sowohl die Gesundheit als auch die Integrität des Sports schützen. Es muss mit Augenmaß konzipiert, gleichzeitig aber durchsetzungsstark sein. Eine schwierige, aber meine Damen und Herren, machbare Aufgabe. Dem bayerischen Ansatz, dass es einen umfassenden Rechtsgüterschutz bedarf, hat der Bundesgesetzgeber im Frühjahr 2015 endlich aufgegriffen. Hierfür bestand, auch wenn gerade die Sportverbände, Teile der Sportverbände nicht müde wurden, das Gegenteil zu verkünden, auch ein Erfordernis. Der Sport allein ist nämlich mit der Dopingbekämpfung überfordert. Wir alle wissen, wie gering die Trefferquoten des Dopingkontrollsystems sind. Diese sind nur die Spitze des Eisbergs. Der Sport kann zudem nur einzelne Dopingverstöße sanktionieren, er kann aber nicht umfassend aufklären. Hierfür fehlt es ihm an den Ermittlungsinstrumenten, die nur der Staat hat. Außerdem, das Dopingkontrollsystem zielt nur auf das Doping im Spitzensport. Alle anderen Auswüchse bleiben hier außen vor. Und in den anderen Bereichen besteht für die Gesellschaft aus meiner Sicht ein wesentlich größeres Risiko, eine wesentlich größere Gefahr, weil das die Bereiche sind, in denen Jugendliche, in denen Kinder an den Sport herangeführt werden. Mit dem am 13. November im Bundestag in zweiter und dritter Lesung verabschiedeten Gesetz befinden wir uns nun zumindest auf dem richtigen Weg, wenn ich gleich auch ich an der Stelle mit der Kritik nicht hinter den Berg halten will, weil ich mir mehr erhofft habe. Meine Damen und Herren, Bayern hat schon 2006, als die unglaublichen Dopingskandale im Radsport die Nachrichten füllten, die strafrechtliche Dopingbekämpfung auf seine Agenda gesetzt und eine Bundesratsinitiative für ein Anti-Doping-Gesetz initiiert. Leider kam es dann 2007 zu einem Kompromiss. Es verblieben große Lücken. Bayern ließ sich nicht entmutigen. Zum 1. März 2009 installierte Bayern, wie bereits erwähnt, hier in München die bundesweit erste Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Dopingdelikten. Weitere aktualisierte und um die Erfahrungen der Schwerpunktstaatsanwälte angereicherte Gesetzesentwürfe folgten. 2013 nahm die öffentliche Diskussion um schärfere Strafvorschriften gegen Doping endlich an Fahrt auf. Die Entwicklungen mündeten in die Vereinbarung im Koalitionsvertrag vom 16. Dezember 2013, weitergehende Strafvorschriften im Kampf gegen Doping zu schaffen. Dabei hatte ich, wenn ich das an der Stelle sagen darf, auch persönlich nicht geringen Anteil an dieser Vereinbarung. Um den gesetzgeberischen Prozess konstruktiv zu begleiten, habe ich dann im März letzten Jahres der Öffentlichkeit
meinen aktuellen Diskussionsentwurf für ein Gesetz zum Schutze der Integrität des Sports präsentiert. Dieser enthält ein Gesamtkonzept an Strafverfolgungsvorschriften, nicht nur gegen Doping, sondern auch gegen Spielmanipulationen. Auch diese sind ein im höchsten Maße feindlicher Angriff auf die Integrität des Sports. Zahlreiche der darin enthaltenen Forderungen finden sich nun in dem Anti-Doping-Gesetz des Bundes wieder. Insoweit kann ich also durchaus zufrieden sein. Einige waren bereits in dem im Mai 2015 vorgelegten Regierungsentwurf enthalten, andere wurden erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens übernommen. Ein Großteil der nachträglich realisierten Anpassungen geht auch hierbei maßgeblich auf Prüfbitten des Bundesrates zurück, die ihren Ursprung hier in Bayern haben. Der nun verabschiedete Gesetzesentwurf der Bundesregierung enthält also viele unserer langjährigen Forderungen aus Bayern und stellt damit eine wesentliche Verbesserung der Regelung zur strafrechtlichen Dopingbekämpfung dar. Bereits das dem bayerischen Entwurf aus dem Jahr 2014 folgende Konzept eines eigenständigen Gesetzes ist eine Würdigung der Bedeutung des Problems und ein deutliches Signal gegen das Doping. Erfreulich klare Worte findet der Bundesgesetzgeber auch zu den zu schützenden Rechtsgütern. Der Gesetzesentwurf schreibt allen Zweiflern im Stammbuch, dass neben der Gesundheit auch die Integrität des Sports ein Rechtsgut ist, das der Staat mit den Mitteln des Strafrechts schützen kann. Ich freue mich besonders, dass der Bundesgesetzgeber die bayerische Neukonzeption eines Dopingbetruges im Grundsatz übernommen hat und als zentrales Element des Anti-Doping-Gesetzes eine vergleichbare Strafvorschrift unter der Bezeichnung des Selbstdopings vorsieht. Das Anti-Doping-Gesetz stellt die Anwendung von Doping generell unter Strafe, damit auch das Doping im Training, und begrenzt im Wesentlichen über Testpool-Zugehörigkeiten den Anwendungsbereich auf den Spitzensport. Damit wird der dopende Athlet als Zentralgestalt des Dopinggeschehens ins Visier genommen. Meine Damen und Herren, weitere bayerische Vorschläge finden Sie wieder in den nun vorgesehenen Verbrechenstatbeständen der lange überfälligen Einführung der Begehungsform des Handeltreibens und der Abkopplung der Vorschriften vom Arzneimittelbegriff, um nur einige Beispiele zu nennen. Die im Rahmen der vom Bundesrat ausgesprochenen Prüfbitten haben nun zuletzt auch im vorgelegten Änderungsvorschlag der Bundesregierung dazu geführt, dass solche Dopingmittel ausgenommen werden, welche nur für bestimmte Sportarten verbotene Stoffe enthalten. Daneben wurden, wenn die Anwendung außerhalb des Wettbewerbs erfolgt, auch solche Dopingmittel ausgenommen, die ausschließlich im Wettkampf verboten sind. Der Bundesgesetzgeber hat auch erkannt, dass er nicht nur die Strafbarkeit auf das Vorfeld des Wettbewerbs beschränken kann, sondern auch und gerade die gedopte Wettkampfteilnahme eines im Vorfeld Gedopten unter Strafe stellen muss. Dann nämlich kann er auch Athleten bei der Teilnahme an einem Wettbewerb im Inland erfassen, die ihr Training unter Einsatz von Dopingmitteln oder Methoden im Ausland absolvieren. Darüber hinaus hat sich der Bundesgesetzgeber im Laufe des parlamentarischen Verfahrens auch überzeugen lassen, dass das generelle Negieren eines minderschweren Falls über das Ziel hinausschießt. Wenn man, was ich ausdrücklich begrüße, Verbrechenstatbestände schafft, bedarf es, wie im Betäubungsmittelrecht auch, der Einführung eines minderschweren Falls. Nur so lässt sich auch im Einzelfall eine tat- und schuldangemessene Strafe finden. Der Gesetzgeber hat nun einen solchen minderschweren Fall aufgenommen. Auch dies ist erfreulich, wenngleich Bayern sich im Bundesrat mit einem um 3 Monate höheren Mindeststrafrahmen nicht hat durchsetzen können. All dies zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, wie weit Bayern sich gerade bei diesem Gesetzesvorhaben eingebracht hat und wie viele bayerische Handschrift letztlich im nun beschlossenen Gesetz enthalten ist. Leider konnten wir uns aber nicht mit allen unseren Vorstellungen durchsetzen. Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass mein Gesetzesentwurf vom März 2014 insoweit die besseren Argumente für sich in Anspruch nehmen kann,
wurden die darin enthaltenen Kernelemente einer uneingeschränkten Besitzstrafbarkeit für jedermann sowie einer spottspezifischen Kronzeugenregelung nicht aufgegriffen. Bezüglich der uneingeschränkten Besitzstrafbarkeit von Spitzensportlern geht bereits der dogmatische Ansatz zwischen dem nun im Bundestag verabschiedeten Gesetz und meinem Entwurf auseinander. Während aus bayerischer Sicht eine Besitzstrafbarkeit ganz vorrangig bereits zum Schutze der Gesundheit erforderlich ist, sodass sich eine Unterscheidung von Spitzensportlern und Nicht-Spitzensportlern von vornherein verbietet, sieht das Anti-Doping-Gesetz insoweit das zu schützende Rechtsgut ausschließlich in der Integrität des Sports. Denken Sie nur an den organisierten Dopingmittelhandel, an die Untergrundlabore, von denen ich eingangs berichtet habe. Wollen wir im Kampf gegen dieses Treiben erfolgreich sein, müssen wir auf die Dauer, meine Damen und Herren, wie bei der Rauschgiftmittelbekämpfung mit einer Schlagrichtung gegen alle am Markt Beteiligten vorgehen, vom Händler über den Zwischenhändler und Kurier bis zum Abnehmer. Beschneiden wir uns auf der untersten Ebene der Handelspyramiden unserer Eingriffsmöglichkeiten, indem wir es für die Nicht-Spitzensportler bei der aktuellen Beschränkung der Besitzstrafbarkeit auf eine nicht geringe Menge belassen, begeben wir uns eines wesentlichen Instruments im Kampf gegen den Dopingmittelhandel. Dann werden wir der Dopingkriminalität immer weiter hinterher hinken. Auch bezüglich des nicht aufgegriffenen Gedankens einer deliktspezifischen Kronzeugenregelung hätte sich ein Blick über den Tellerrand gelohnt. Im Rahmen der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität wird mit der dortigen Kronzeugenregelung des § 31 BTMG erfolgreich gearbeitet. Umso unverständlicher, meine Damen und Herren, ist es, dass der Bundesgesetzgeber ein entsprechendes Instrument nicht übernommen hat. Gerade das Doping im Spitzensport findet in einem völlig abgeschotteten Bereich statt. Da dringt nichts nach draußen, ein Kartell des Schweigens vermischt mit Angst. Diese Strukturen muss eine erfolgreiche Strafverfolgung aufbrechen können und dafür brauchen wir ein Instrument, mit dem wir eindringen können in diese eingeschworene Struktur, die ein Instrument, das signalisiert, die Gesellschaft honoriert, Kooperation und belohnt den Mut, aus der Reihe zu treten und letztlich Nein zu Doping zu sagen. Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber im Laufe der parlamentarischen Beratungen mit einem erst unmittelbar vor der abschließenden Beratung im Bundestag eingebrachten Änderungsvorschlag, aber selbst die uneingeschränkte Besitzstrafbarkeit bei Spitzensportlern wieder verwässert. Er hat nun die entsprechende Versuchsstrafbarkeit gestrichen, sowie für den Fall, dass der Spitzensportler doch eine entsprechende Straftat überführt werden kann, einen persönlichen Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue geschaffen. Warum die bloße schwer zu widerlegende Behauptung, das Dopingmittel noch rechtzeitig vor der Anwendung entsorgt zu haben, eine goldene Brücke in die Legalität verdient, erscheint mir nicht nachvollziehbar. Wirksam gewesen wäre statt der tätigen Reue eine echte Kronzeugenregelung für den Spitzensport, aber auf die hat man sich ja nicht einlassen wollen. Meine Damen und Herren, Licht und Schatten also, aber trotz dieser genannten Kritikpunkte können wir, wenn das Gesetz am 27. November auch die Zustimmung des Bundesrates erhält, und davon gehe ich aus, können wir damit gewissermaßen die Ziellinie des parlamentarischen Verfahrens überschreiten und stolz auf das Erreichte sein. Mit den neuen Vorschriften werden wir international Vorbild sein und besser und effektiver im Kampf gegen das Doping werden. Meine Damen und Herren, mein Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Integrität des Sports, den ich im März 2014 vorgelegt habe, sah ein einheitliches Regelungswerk vor, also ein Gesetz, in dem sowohl die Bekämpfung des Dopings im Sport als auch die Bekämpfung der Spielmanipulation geregelt werden. Zu meiner Freude ist nun auf Bundesebene auch in diesem Bereich gesetzgeberische Bewegung. Zwar ist der Bundesgesetzgeber meinem Ansatz nicht gefolgt, beide Bereiche in einem Gesetz zusammenzufassen, aber der Umstand, dass die Bundesregierung am 3. November 2015 einen Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe vorgelegt hat, zeigt doch, dass insoweit der Regelungsbedarf sowie die vorhandenen Straflücken gesehen werden. Meine Damen und Herren, der Staat kann und darf es nicht tolerieren, dass mittels korruptiver Unrechtsvereinbarungen unlauter auf den sportlichen Wettbewerb eingewirkt wird. Denn auch hierdurch wird letztlich die Integrität des Sports und damit seine Bedeutung und Funktion, die er in unserem Gemeinwesen hat, angegriffen. Zwar gibt es auch bei diesem Gesetzesvorhaben einige Punkte, die kritikwürdig sind, gleichwohl bin ich mir sicher, dass es zeitnah das parlamentarische Verfahren durchlaufen kann. In jedem Fall ist festzuhalten, dass sich die Bemühungen Bayerns in der Vergangenheit und der lange Atem gelohnt haben. Wir können mit Fug und Recht, meine Damen und Herren, darauf hinweisen, dass letztlich beide Gesetzesvorhaben, das Anti-Doping-Gesetz wie das Gesetz im Hinblick auf die Spielmanipulationen, eine deutlich bayerische Handschrift tragen. Darauf bin ich stolz. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.